Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph Hofstetter, ich bin Versicherungsmakler und Vermögensberater und im heutigen Video nehme ich euch mal wieder mit meinem E-Up auf einen Vlog. Und zwar geht es heute nicht um das Thema Altersvorsorge, so wie in meinen letzten Videos, wo ich das Thema wirklich jetzt schon sehr oft behandelt habe, weil es meiner Meinung nach einfach sehr oft zu kurz kommt. Das Thema Altersvorsorge wird einfach oft verdrängt. Und mir ist es wichtig, dass ich das wirklich oft präsentiere und immer wieder in Erinnerung rufe, weil es so ein verdammt wichtiges Thema ist. Ich weiß, es ist nicht so spannend, sich mit der Altersvorsorge zu beschäftigen, weil das Ganze halt erst in 20 oder 30, 40 Jahren wichtig ist, wenn man dann in Pension geht. Aber viele denken einfach zu wenig drüber nach, deshalb habe ich es so oft in meine Videos packt. Aber heute mal ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema der Weg zum Eigenheim. Ich war gerade mit Kunden von mir gemeinsam in einer Bank und wir haben dort Kreditverträge unterschrieben, also nicht meine Kreditverträge, sondern ich habe sie nur dabei beraten und begleitet von Beginn an und heute war der Unterschriftentermin in der Bank. Sie sind jetzt gerade noch beim Notar und unterschreiben dort die Schuldurkunde und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit auf so eine kurze Reise, was ich mit den Kunden gemeinsam so die letzten 3 Monate gemacht habe und was heute passiert ist und dann schauen wir am Ende noch zur Baustelle, wo in Zukunft dann das neue Zuhause von meinen Kunden entsteht. Das Ganze hat begonnen vor circa 3 Monaten eben. Wir haben jetzt Anfang Juli, ich glaube es war März oder April, wo wir den ersten Kontakt gehabt haben. Da habe ich einfach mal mit den Kunden gemeinsam ihre finanziellen Möglichkeiten besprochen. Damals haben sie das Haus da, was sie jetzt, wo sie sich jetzt entschieden haben, eben dieses Haus zu kaufen. Das ist direkt vom Bauträger, also es beginnt der Bau jetzt dann im September in 2, 3 Monaten und dann in einem Jahr circa wird es fertig sein, im Frühjahr, Anfang nächstes Jahr, Anfang 2022. Und im ersten Gespräch, jedes Gespräch war bei uns digital, also direkt über Zoom-Meetings und wir haben im ersten Gespräch mal einfach ihren finanziellen Rahmen bestimmt. Wir haben gemeinsam analysiert, welche Möglichkeiten haben sie aufgrund ihrer Bonität, Einkommen, Eigenmittel, was der realistische Kreditbetrag ist, den ich ihnen auch empfehlen würde, weil auch wenn es zwar realistisch ist, würde ich nicht jedem empfehlen, einen dementsprechend hohen Kreditbetrag aufzunehmen. Das haben wir im ersten Gespräch mal wirklich analysiert. Die gesamte finanzielle Situation, habe sie auch darauf hingewiesen, dass eben die Altersvorsorge trotzdem nicht zu kurz kommen soll und dass sie dafür auch in Zukunft noch einen Betrag einplanen müssen. Also so eine komplette finanzielle Analyse und dann auch schon ein paar Details, was die Finanzierung betrifft. Also im ersten Gespräch aber nur sehr oberflächlich. Dann ein paar Wochen später haben sie sich dann für dieses Haus entschieden. Dann haben sie mich noch gefragt, ob ich einen Anwalt habe, der den ganzen Kaufvertrag prüfen könnte. Habe ich ihnen noch die Adresse von meinem Anwalt gegeben, der auf Immobilienrecht eben auch spezialisiert ist. Waren es bei dem Anwalt, haben sogar noch ein paar Punkte im Kaufvertrag dem Bauträger quasi aufdrücken können, zu ihren Gunsten. Und unser nächstes Gespräch war dann wirklich schon Details, was die Finanzierung betrifft. Also wie lange wollen Sie zum Beispiel den rückzahlungsfreien Zeitraum haben, in dem Sie nur Zinsen zahlen, damit Sie in der Bauphase einfach noch mit Ihrem Geld besser planen können. Wie hoch sollen wir eine Reserve einplanen? Weil bei einem Bau kommen einfach verdammt viele Sachen noch dazu während der Bauphase. Also wie jeder, der das schon mal erlebt hat und ich habe es schon mal erlebt, weiß, dass während dem Bau noch ein paar 1.000 Euro einfach so locker reinfließen und man denkt sich, ja, woher kommen jetzt am Ende 20.000 mehr, aber das passiert einfach so während einem Bau. Und auf so viele Details habe ich sie halt hingewiesen. Und dann habe ich mal begonnen, mit Banken Kontakt aufzunehmen, also im ersten Schritt die Unterlagen, die ich brauche, eben damit ich von den Banken Angebote einholen kann, habe ich mit ihnen gemeinsam besprochen. Da hat es dann vielleicht ein paar Rückfragen gegeben, dann war das alles klar. Es funktioniert immer sehr rasch. Meine Kunden sind da immer sehr schnell, was das betrifft. Also da muss ich echt mal ein Kompliment aussprechen an alle meine Finanzierungskunden. Die sind wirklich alle fast immer sehr auf Zack. Da geht alles ruckzuck. Und das ist für mich natürlich auch einfacher, wenn ich die Unterlagen schnell habe, kann ich schneller mit der Bank Kontakt aufnehmen und viele Banken sind da auch sehr schnell, was das betrifft. Also ich habe da so meine Spezialisten bei den Banken, die wirklich innerhalb von, ich sag mal, 3, 4 Tagen maximal eine Zusage ausstellen, eine Bankzusage. Und das ist wirklich verdammt gut. Und in vielen Fällen, bei Ihnen war es jetzt zwar nicht so dringend, weil es vom Bauträger ein Kauf war, aber ich glaube, Sie haben so 2 Wochen Frist gekriegt,
wo sie eine Zusage einholen haben müssen. Und ich habe halt die Zusagen wirklich schnell besorgt, aber mehrere und unterschiedliche Angebote von unterschiedlichen Banken. Und dann ist halt die Frage, für welche Bank entscheidet man sich? Da kann man natürlich noch viel rausverhandeln, wenn man weiß, wie man mit Banken richtig verhandelt, was ich dann eben auch für sie gemacht habe. Und schlussendlich waren es dann noch deutliche Konditionsverbesserungen, die ich für sie rausgeholt habe. Und wir haben uns dann für eine Bank entschieden. Dann ist dazu kommen noch die Ablebensversicherung, die Risikolebensversicherung. War auch wieder ein kleiner Prozess, bis wir die wirklich gehabt haben, so dass sie passt. Und okay. Da ist gerade ein Kind geschlagen worden. Uncool. Vollen Popoklatscher kriegt. Dann weint es jetzt noch dazu, okay? Okay, die haben mich da jetzt ein bisschen rausgebracht aus dem Ganzen, aber wir waren bei der Ablebensversicherung. War dann wieder ein kleiner Prozess, bis wir das geklärt haben. Und dann war es einfach klar, okay, die Bank wird es jetzt. Und die Kreditverträge sind dann erstellt worden, habe ich im Vorhinein natürlich auch wieder geprüft. Ich glaube, jetzt bei der Kreditvertragsunterzeichnung, 1,5 Stunden ist eine normale Zeit, damit man wirklich von A bis Z alles durchbespricht. Auszahlungsprozess, neue Konten, die eröffnet werden, Verrechnungskonto, Eigenmittelkonto, also so eine Profitcard, wie das Ganze funktioniert, haben wir wirklich schnell durchgekriegt. Alles war klar für die Kunden, sie sind nicht mit irgendwelchen Fragezeichen rausgegangen, was mir auch immer ganz wichtig ist, dass wirklich alles verstanden wird. Und dann haben wir jetzt noch kurz plaudert am Ende und sie haben gesagt, ja, ohne mir, das sind jetzt wirklich ihre Worte, ich will mich jetzt nicht irgendwie loben oder so, aber sie haben gesagt, ohne mir, glauben sie, würden sie jetzt noch immer bei der Bankzusage irgendwie herumeiern. Und das war ein richtig geiles Kompliment. Da habe ich mir gedacht, okay, in dem Fall habe ich wirklich meinen Job gut gemacht und sie sehen es genauso. Mein Bankpartner sieht es auch genauso, der hat auch gesagt, das war super, die Abwicklung mal wieder, und er freut sich schon auf den nächsten Kunden, ich freue mich schon auf meinen nächsten Kunden, weil das sind so die Sachen, die ich auch wirklich sehr gern mache, solche Träume zu erfüllen wie ein Eigenheim. Auch wenn es finanziell natürlich nicht die Altersvorsorge hinten anstellen soll, Altersvorsorge ist verdammt wichtig. Und das ist mir auch extrem wichtig. Deshalb mache ich viel mehr Videos zu Altersvorsorge als zu so Eigenheim-Sachen. Finanzierungen, Bankfinanzierungen sind auch cool, aber finanziell gesehen ist halt die Altersvorsorge auch wichtig. Die darf einfach nicht vergessen werden, deshalb kommen die Videos bei mir einfach öfter als solche Sachen. Und ich glaube, der Prozess, was ich mit den Kunden so durchgemacht habe die letzten Monate, ist jetzt oberflächlich mal transportiert worden in dem Video. Ihr wisst, was ich ungefähr so gemacht habe. Und jetzt schauen wir uns die Baustelle an. Es ist zwar noch kein Haus, also es ist zwar jetzt nicht das Haus dabei, das schon von meinen Kunden bewohnt wird, aber die Nachbarhäuser. Das ist jetzt so eine große Siedlung, da entstehen viele Häuser. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal vorbei und schauen uns das Ganze an. Bis gleich. Und da sind wir schon auf der Baustelle mit meinem Möchtegern-Tesla, Versicherungsfinanzierungsveranlagungsmobil. Da passt jede Vermögensschadenhaftpflicht rein, auch mit 30 Millionen Euro Versicherungssumme und ein Kredit für eine Immobilie mit 390.000 Euro Auszahlungsbetrag. Auch kein Problem, passt alles rein. Elektrisch betrieben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze da ein bisschen aus der Nähe an. Das sind nicht die Häuser, in die meine Kunden einziehen werden. Also das sind erst die ersten Häuser, die errichtet werden. Da kommt eine komplett neue Siedlung her mit neuer Straße. Alles wirklich niegelnagelneu, die komplette Siedlung. Und da gibt es dann immer so Parkplätze heraus und dann so kleine Wege vor zu die Häuser. Es sind Doppelhaushälften, so wie da. Da sind wir jetzt quasi im Garten. Das ist der Ausgang nach hinten in den Garten, auf die Terrassen und in die Gärten. Und es gibt so einzelne Häuser. Meine Kunden haben so ein einzelnes Haus, sogar die größte Variante, die es gibt. Haben sich also richtig gegönnt. Und Platz für eine ganze Familie und auch eine richtig coole Lage da. Also ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht zu sehr den Ton, aber es ist einfach eine gemütliche Lage. Man ist umgeben im Grünen, richtig schön angenehm. Und so schaut das da aus der Nähe aus. Also mit Flachdach natürlich das Ganze, moderne Bauweise. Schöne große Glasfront hinten im Wohnzimmer, in den Garten. Und mit Keller, was auch nicht selbstverständlich ist, also dass heute mit Keller gebaut wird. Schauen wir da mal rein. Freitagnachmittag, somit darf man die Baustellen schon besichtigen, auf eigene Gefahr.
Da geht es runter in den Keller und rauf ins Obergeschoss. Hauseingang, da fehlen jetzt noch die Zwischenwände natürlich, das wird alles gestützt, also eh nicht so klug wahrscheinlich da jetzt zu besichtigen. Rohbau noch nicht mal ganz fertig. Aber ich finde, die Baustelle schaut sehr sauber aus. Also wirklich, ich bin kein absoluter Bauspezialist. Ich habe das Ganze nicht studiert, nicht gelernt. Ich habe es nur schon ein paar Mal miterlebt. Und da muss ich wirklich sagen, würde mir jetzt nichts auffallen, was nicht sauber gearbeitet wird. Ich hoffe, dass da das Grundwasser nicht allzu hoch steht. Aber das werden die schon im Griff haben mit dem Keller. Ansonsten richtig cool. Also schaut nach einem neuen Zuhause aus. Da komplette Siedlung neu, Straße neu, das ist richtig geil. Ja. Ich glaube, es ist alles Wichtige gesagt. Ich begleite meine Kunden auch sehr gern bei solchen Projekten wie der Finanzierung vom eigenen Zuhause, vom Eigenheim mit Garten. Aber die Altersvorsorge darf nicht hinten angestellt werden. Die ist verdammt wichtig. Die muss auch immer mit berücksichtigt werden. Und das Coole, jetzt nach dem Termin vor der Bank habe ich mich eben nochmal unterhalten mit meinen Kunden. Und sie haben gesagt, sie wollen das Thema Altersvorsorge auch noch richtig gut aufstellen, wenn das abgeschlossen ist, das Ganze mit dem Haus. Und sie quasi ihre Finanzen dann wieder einen Überblick haben. Okay, so viel bleibt ihnen jetzt noch an Eigenmittel. Weil sie werden nicht alles brauchen. Sie haben auch noch eine Reserve, was auch wichtig ist, dass jetzt noch eine Reserve da ist, obwohl sie schon das Ganze eben jetzt geplant haben mit Eigenmittel, die Eigenmittel sogar schon überwiesen haben auf das Konto für die Eigenmittel und haben trotzdem noch eine Reserve. Und auch nach dem Bau werden sie noch was über haben und dann auch noch in ihrem monatlichen Haushaltsbudget einen Betrag frei haben für die Altersvorsorge. Und jetzt haben sie mich sogar, sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, sie wollen nach dem Ganzen wieder mich als Berater haben, wenn es darum geht, um die Altersvorsorge. Und das finde ich extrem cool, dass Sie jetzt schon dran denken, obwohl so ein cooles Projekt ansteht bei Ihnen im nächsten Jahr, denken Sie trotzdem an den langweiligen Part Altersvorsorge, Vorsorge, auch für die Kinder was anzusparen. Das ist echt cool und wichtig und es hat mich wirklich gefreut, dass Sie jetzt nach dem Termin noch auf mich zukommen sind. Also das finde ich echt cool. Und ja, es ist alles gesagt. Wenn du solche Themen und solche Videos nicht verpassen willst in Zukunft, auf den Abonnier-Button klicken. Ein Like würde mich sehr freuen und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht mit dem Eigenheim, ob ihr auch euch den Traum vom eigenen Haus mit Garten einmal erfüllen wollt oder ob ihr mehr so der Wohnungstyp seid und sagt, okay, ihr bleibt das ganze Leben lang in einer Wohnung, vielleicht in einer Genossenschaftswohnung, in einer sehr günstigen mit Kaufoption, wollt die mal ins Eigentum kaufen. Wie da eure Pläne sind, würde mich sehr interessieren und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.